dass wir auf unser Klima achten müssen, dass wir CO2 vermindern müssen, ist gar keine Frage. Und dass jede eingesparte Kilowattstunde, also jede nicht verbrauchte Kilowattstunde, die sauberste Kilowattstunde ist, die es gibt, ist auch klar. Und dass wir demzufolge alles tun müssen, um den Energieverbrauch herunterzubringen, in sinnvoller Weise, ist auch klar. Denn wir müssen ja bedenken, dass es Milliarden Menschen auf der Welt gibt, die heute überhaupt keine Energie zur Verfügung haben. China, Indien, aber auch den Rest vieler Länder in Afrika und in Asien. Und wenn die alle auch nur ein Drittel der Energie verbrauchen, die wir heute verbrauchen, dann sind die Ressourcen sehr schnell erschöpft. Aber es gibt eben eine Ressource, die ist unerschöpflich, und das ist die Sonne. Und die Sonne strahlt so viel Energie auf unsere Erde ein, dass wir uns eigentlich überhaupt keine Sorgen machen müssen für die Zukunft. Wenn wir bereit sind, Solarkraftwerke zu bauen, große Solarkraftwerke in den Wüsten zu bauen und uns aus den Wüsten zu versorgen. Und das geht meiner Meinung nach. Ja, hier haben wir ein kleines Anschauungsmodell mit dem Gewächshausdach, mit dem Glasdach, unter dem dank der Sonne, die hier durch eine Lampe ersetzt wird, die Luft erwärmt wird. Die Luft strömt dann zu dem Turm hin und steigt auf und treibt die Turbine. Man sieht sehr schön die Kombination dreier bekannter Technologien, die Gewächshauswirkung, die Kaminwirkung und die Turbine, die dann direkt an einen Generator gekoppelt ist und Strom erzeugt. Vom Prinzip her uns wohl bekannt, denn wenn Sie es umdrehen, dann haben Sie ein Wasserkraftwerk. Ein Wasserkraftwerk macht ja im Prinzip dasselbe. Ich mache einen großen Sammelbecken, in dem sammle ich nicht warme Luft in dem Fall, sondern Regenwasser. Und dann habe ich eine Druckröhre, die geht nach unten und treibt Turbinen. Also es ist vom Prinzip her, kopieren wir sozusagen mit warmer Luft das Wasserkraftwerk. Und das Wasserkraftwerk ist ja das einzige Großkraftwerk.